Guten Tag, liebe Leute, oder beziehungsweise guten Abend. Mein Name ist Pixelheld und wir zocken weiter Resident Evil 2 mit Leon. Ja, ich muss nochmal schauen. Wir sind hier im Keller. Ja, okay. Die gute Ada hat uns verlassen, ist weg. Hier ist noch ein Insasse. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Er hat uns schon den Tipp gegeben, dass wir in die Kanalisation sollen. Und da liegt nämlich ein Tool, womit wir dahin können, was wir nicht aufnehmen können. Wunderbar. Das freut mich natürlich sehr. Fucking Farbbänder. Scheiße, Mann. Das heißt, ich muss nochmal zurück die Farbbänder ablegen und dann wiederkommen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr ätzend. Weil wir natürlich hier nicht alleine sind. Ihr werdet nachher sehen, was ich meine. Ich muss gerade nochmal was gucken. Das muss schnell sein. Okay, da. Ja, okay. Da ist nämlich noch ein Raum, in dem ich nicht war. Da will ich nochmal reingehen. Da oben drin. Das heißt also, wenn ich hier rausgehe und dann müsste das der nächste Raum weiter oben sein. Ja, hier raus und dann quasi links. Ich weiß nicht, wo es passiert, aber es wird passieren. Es hat auch wieder so ein typischer Resident Evil 2 Jumpscare. Die waren ja damals zuhauf. Das hat sich dann nachher ja so ein bisschen entspannt, sag ich mal, mit Resident Evil 5 hat es angefangen. Resident Evil 4 war teilweise auch noch so ein bisschen hakelig, so, wow. Krasser Scheiß, so. Ach, hier brauchen wir diese Waffenlager, Tonschläger, Kartenleser. Ja, okay, das stimmt, da kommen wir noch nicht rein. Da kommen wir noch nicht rein. War ich eigentlich am Ende des Gangs schon? Nee, da ist aber eine Tür. Die habe ich noch nicht ausgecheckt. Wie hier. Zielraum verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Ah, okay. Ich verstehe halt immer noch nicht, wo der Kreuzschlüssel ist, Mann. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Scheiß-Schlüssel. Hallo? Ich höre einen Hund. Und da liegt ein rotes Kraut, das ich nicht aufnehmen kann. Was ist das? Da liegt was, oder? Bin ich hier? Das ist der Hinterhof. Da liegt was. Wow, ich hab's gewusst. Ja, Hilfe! Okay, die Hunde müssen warten. Ich gehe erstmal und leg die Farbbänder ab, damit ich mir das Ding holen kann, den Kanal aufzumachen. Oh Gott, ich hab so gewusst, diese schrecklichen Hunde, ey, die sind überall. Zum Glück hier nicht mehr im Gang, da würde ich hier richtig kotzen. Wenn die hier auch noch wären. Zum Glück habe ich meine Schrotmunition großzügig eingesetzt, um sie loszuwerden. Ich könnte eigentlich das Kraut naschen, dann habe ich nochmal Platz, aber nein. Ich will das ja auch eigentlich ablegen, weil. Beziehungsweise die gemischten Kräuter, weil da unten lag ja noch ein rotes Kraut, das nehme ich dann direkt mit. Frage ist ja so, wo war die nächste Kiste? Da muss ich nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Hätte ich das. Ja, ich weiß es halt nicht mehr. Das ist halt das Ding. Ich bin halt ein bisschen raus. Das Resident Evil. Aber ich sag das ja zuhauf, aber es ist halt so, wie es ist. Ich muss mich immer wieder neu orientieren. Aber soweit ich mich orientieren kann, müssen wir jetzt im Basement wieder runter. Und die nächste Kiste müsste eigentlich hier sein. Wenn ich jetzt hier rausgehe, kommen wir wieder in die Haupthalle. Und in dem anderen Raum ist dann die Kiste. Und da werde ich dann die Sachen ablegen und dann geht's wieder weiter. Frisch gestärkt und wohlbehalten gehen wir dann weiter. So. Hier war die Kiste.
finde das System mit der Kiste ja eigentlich nicht verkehrt und dass die hier so verteilt sind, aber da muss ich sagen, gefällt mir die Funktion aus Resident Evil 2 doch, Resident Evil 2 sag ich, aus Resident Evil 4 doch besser. Weil man halt Items auch, ja, wie soll ich es nennen? Man kann die Items halt wegschmeißen, sozusagen. Das geht hier halt nicht. Ich kann hier nichts wegwerfen. Leon ist hier so ein kleiner, ja, so ein kleiner Messi. Das ist ja so, wenn ich auf die Gegenstände gehe, prüfen, verbinden. Mehr geht nicht. Das heißt also, einmal ein Gegenstand aufgehoben, muss ich gucken, wie ich mit dem klarkomme. Deswegen, wenn mein Inventar voll ist, dann habe ich halt gelitten. Und in Resident Evil 4 ist es halt so, beziehungsweise ab Resident Evil 4 war das so, dass man die Items halt auch wegwerfen kann. Oder zum Beispiel auch anders anordnen. Man kann sein Inventar vergrößern. Das geht zum Beispiel hier nicht. Also da hat sich Capcom halt schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich glaube, das ging den Leuten halt echt langsam tierisch auf die Eier, dass man ständig irgendwelche Sachen in Kisten ablegen muss und zurückrennen und wieder hinrennen und wieder zurückrennen und wieder hinrennen. Da hat man ja keinen Spaß dabei. Deswegen, ich renne hier auch so viele Wege hin und her, einfach nur um irgendwelche Items abzulegen, weil die Kisten irgendwie so komisch verstreut sind, ne? Das kann einen auf Dauer so ein bisschen, ja, frustrieren, sag ich mal. So. Jetzt haben wir es auch fast wieder geschafft. So viel Zeit verloren haben wir jetzt nicht. Ich frag mich halt, muss nur mal kurz auf die Karte gucken. Ah, nee. Na gut, den Raum komme ich nicht rein, da brauche ich den Schlüssel für. Ja, ich vermute mal, der Schlüssel für den, der Kreuzschlüssel ist bestimmt irgendwo in Kanalisation, wie auch immer der da hingekommen ist. Ich kann es mir zwar nicht denken, aber ich wüsste halt auch nicht, wo der sein soll. Da ging es raus zu den Hunden. Da war aber noch ein rotes Kraut. Hoppala. Komm, mach's auf. Ja, ich habe noch Gewehrmunition. Das passt, deswegen werde ich jetzt... Achso, ja, okay. Falsche Tür, die andere war's. Deswegen werde ich jetzt nochmal rausgehen und mich um die Hunde kümmern. Aber dass die auch zwei Schrotpatronen fressen, ist Wahnsinn. Selbst der Licker braucht zwei und der ist wesentlich stärker. Guten Tag. Komm näher. Wie langsam der auch läuft, ne? Und dann kommt er halt. Ah, jetzt wollte ich gerade auf den Anzug drücken, du Scheißvieh. Die leben noch. Wollte mich verkackeiern. Ich muss nachladen. Fuck! Ich drücke noch auf die falsche Taste. Ist es denn wahr? Nee. Drei Schuss noch für den. Okay, das war's. Was ist denn das große Kraut? Nimm's. Ja, bitte. Sehr gut. Dann kann ich die Pistolenmunition auch gleich nachladen. So, dann haben wir auch wieder Platz. Das rote Kraut können wir verbinden, dann haben wir auch wieder Platz. Ja, und dann... Lade ich nach, dann haben wir auch wieder Platz. Wunderbar, guck mal, wie viele Inventarplätze wir auf immer wieder frei haben. Ist das nicht schön? Hat mich nur ein bisschen Leben gekostet und meine restliche Schrotmunition. Hier ist... Der Gullideckel ist auf, die Leiter führt hinab. Gehen Sie hinunter? Nein. Ach so, hier komme ich runter. Aber da war doch noch was im Schrank. Das nehme ich noch mit. Alles, was glänzt und irgendwie Aufmerksamkeit erregt, brauche ich. Ich bin aber auch hier wieder mal minimal bewaffnet. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit der Munition so rar ist, ne? Scheiße nochmal. Ja, hier den Gang runter und da war der Typ dann. Entschuldigung, muss ich mal ab und zu mal ein bisschen räuspern. Mein Hals ist wieder ein bisschen angetrocknet, wie so eine... Wie so eine vertrocknete Schlange, so sandig. Kratzig. Jetzt müssen wir nachher wieder so einen guten Tee machen, der Hals wieder ein bisschen nach Vordermann bringt. Ich bin jetzt zwar nicht krank, aber habe immer so das leichte Gefühl, es zu werden, so in letzter Zeit. So ein bisschen. Geht momentan auch so eine Welle rum. Also viele hier so im Bekanntenkreis oder Familie auch so momentan geschlagen. Macht wieder halt. Einzug in Deutschland. Krankheitswelle. Hier war nichts. Ah nein, hier waren die Kräuter, richtig. Die wollte ich ja noch mitnehmen. Ja, blaues Kraut. Genau.
Passend dazu liegt hier noch ein grünes. Wunderbar. Habe ich nochmal ein blaues gerade mitgenommen. Das andere habe ich hier abgelegt. Dann verbinden wir die gleich. Ja. Fantastisch. Zweifache Heilung, ein bisschen Munition und was auch immer das hier ist. Das ist eben eine Stange. Gulli-Stange. Hä? Aber ich kann doch auf der anderen Seite auch in den Gulli. Jetzt frage ich mich halt, welchen Weg ich nehmen soll. Soll ich den Gulli-Deckel da nehmen, den ich da in dieser Nische gesehen habe, oder soll ich rausgehen? Das ist halt die Frage. Wird mir da eine Glück bringen oder Tod? Ich bin da so ein bisschen skeptisch, sage ich mal. Wo war denn auch dieser scheiß Gulli-Deckel? Da bin ich mir auch nicht mehr sicher gerade. Ich glaube, da war hier in dem Gang. Ich glaube, so ganz am Ende. Ich meine, wir haben ihn ja gesehen. Der muss ja hier sein, irgendwo im Keller. Was ist eigentlich hier? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Trolltor. Ich kann nicht weitergehen. Doch, du könntest das Rolltor irgendwie aufmachen. Hab ich noch gar nicht umgesehen, ich voll Idiot. Stimmt, liegt hier noch haufenweise Munition rum, ich check's nicht. Andere Autos anschieben geht auch nicht, so wie vorhin. Hier ist noch Snackautomat, da geht auch nichts. Na gut. Jetzt frage ich mich gerade, ist der Gullideckel hier, aber der andere Gullideckel war ja parallel in dem anderen Raum. Also der Gullideckel, wo ich da eben davor stand, ne? Hier nämlich. Wenn ich hier rausgehe, ist ja dieser komische Gulli bei den Hunden, aber war da noch irgendwo ein anderer Gullideckel? Das weiß ich doch. Dieser ständige Kamerawechsel auch, das ist total gruselig. Ich guck nochmal ganz oben. Also ich gehe nochmal kurz hier hoch. War der hier? Ich will jetzt auch nicht diese komische Gullistange die ganze Zeit irgendwie rumschleppen. Das verwirrt mich jetzt alles gerade wieder ein bisschen, weil ich nicht mehr weiß, wo dieser komische Gulli ist. Der abgeschlossen war, wo ich die Stange brauche. Nee, der war unten, das weiß ich. Hm. Der kann ja nicht hier oben sein. Oder? Was, das verwirrt mich wieder total. Ich bin ja so jemand, ich schaue meinen Videos auch mal zu, ab und an. Um mich noch ein bisschen zu orientieren, wo ich denn war. Aber so ganz auf die Kette kriege ich es gerade auch nicht. Hier war nichts, ne? Wie so oft ist einfach... Wie so oft im Leben ist da auch einfach mal nichts. Wenn man vor einem Schrank steht und möchte gerne mit diesem Schrank interagieren, aber es passiert einfach nichts. Große Leere des Lebens. War das in irgendeinem Gang hier noch? In der Tür? Da war der Typ. Gut. Wo war der scheiß Gulli, Mann? Das ist doch ätzend hier. Scheiße. Da kann ich nicht rein. Da kann ich auch nicht rein. Autopsieraum, bla bla bla, wissen wir. Okay. Das. Ne, da war der Autopsieraum. Ich gehe jetzt einfach da raus. Fertig. Wir können ja in den Gulli hinabsteigen. Wo der Deckel ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir da wieder raus und ich brauche dann trotzdem die Stange. Ich denke auch nicht, dass ich jetzt irgendwie so viele Zeug bekomme, dass mein Inventar wieder voll ist. Warte mal. Da geht noch was. Oder? Ich konnte da eben. Ich kann damit nicht interagieren. Das ist ein Dreck. Na gut. Na gut. Hier ist doch keine Munition mehr oder nix. Ist ein bisschen schade, aber was soll's. Ja. Dann steigen wir mal hinab ins ungewisse, gut riechende Kanalisationssystem von Raccoon City. Wenn dort auch nichts auf uns lauert, dann weiß ich halt auch nicht. Da ist eine Tür. Ah, herrlich. Das klingt wie ein Speicherraum. Toll, bin ich umsonst wieder zurückgegangen. Nein, umsonst nicht, weil ich hätte das ja nicht einsammeln können, die Stange. Frage ist halt, ob ich die ablegen soll jetzt. Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht. Was für diesen Schlüssel ist, weiß ich auch nicht, Mann. Das ist so... Hä? Scheiße, da. Ja. Ich werde mir mal ein Farbband rausnehmen, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht. Nee, geht eigentlich gar nicht. Man kann... Halt. So.
Man kann keine Farbbänder irgendwie. Ja. Man kann keine Farbbänder irgendwie separat ablegen, das geht nicht. Man muss die immer halt komplett mitnehmen. Ja. Lagerraum. Schön. Dann nehmen wir den ganzen Spaß wieder ab. Ich sehe nicht ein, die Farbbänder die ständig hier mitzunehmen. So. Gutes Ding. Machen wir weiter. Ich stehe gerade mal 5 Minuten on top drauf. Weil ich möchte jetzt auch keine halben Stunde oder Viertelstunde. Dreiviertelstunde Video machen. Das guckt sich ja kein Mensch an, wie ich hier rumkrebse in Resident Evil 2. Es sei denn, ihr wollt das, aber. Dann dauert der Upload wieder 50 Tage. Das möchte ich auch irgendwie nicht. Der Zaun ist kaputt. Zu klein für einen Erwachsenen. Was? Wieso? Ich sehe echt nichts. Du siehst doch, ist so nicht wahr. Wolltest mal verarschen oder was? Okay, ich kann da nicht drauf. Ich kann da nicht raus. Hier im Dunkeln versteckt sich auch nichts. Also ist hier nur der Speicherraum, ne? Kurz auf die Karte gucken. Jo. Hey, warte mal. Da war eine Tür. Achso, das ist die Tür. Okay. Ja. Gut, dann muss ich nach dem Gullideckel suchen, aber wo zur Hölle war der nochmal? Ich werde nochmal in den Raum gehen, wo der Typ war. Das wäre so das einzige Indiz, weil ich habe ja die Stange dafür bekommen, den Gulli aufzumachen. So. Die war bei dem Typ. Wenn es mich nicht wundern würde, ist der Gulli genau da, wo er ist. Ich prüfe aber trotzdem nochmal. Ja. Abgeschlossen. Okay. Prüfe trotzdem nochmal die Türen hier. Man weiß ja nie. Da geht's nochmal rein. Geht ich hier schon rein? Weiß es nicht. Warte, kam ich von hier? Ach. Ich hab mich den Strom wieder angeschaltet. Über nichts. Ja, okay. Gut. Dann haben wir den Raum auch schon abgecheckt. Passt. Dann weiß ich wieder Bescheid, dass hier nichts ist. So. Können wir nicht rein? Brauchen wir gerade. Hier können wir rein. Ist Typi drin. 2 Gefängniszellen. Eine offen, eine geschlossen. So. Also jetzt erstmal die Garage. Es ist doch wieder so dunkel, dieses Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ne, war der nicht. Hier ist ja nur dieses Rolltor, was ich nicht aufkrieg. Wahrscheinlich soll ich da einfach nicht raus. Wer weiß. Da geht's nochmal rein. Dann guck ich hier nochmal. Ah! So. Dann haben wir das auch erledigt. Noch viel Hin- und Herrennerei. Aber ich muss unbedingt noch die Sachen ablegen. Das war vonnöten. Ich will hier nicht, wie gesagt, von Inventar rumrennen. Und ich wusste nicht, dass unter dem Gullideckel da auch nochmal so eine Speicherkiste ist. Das war mir nicht mehr bekannt. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass hier eine in der Nähe ist. Ja, okay, die. Shit. Okay. Warte mal. Ah, okay, das ist die andere Seite. Ja, Klärwerk steht's ja. Die sind eigentlich an sich recht harmlos. Nicht nur schnell genug. Greifen die mich nicht an. Wie steht. Shit. Bin ich vergiftet oder was? Ah, ich drück. Ja. Na gut, komm. Das ist nur Gift, das schadet uns nicht. Also, es zieht uns keine Lebensenergie ab, aber es ist nicht so. Bin ich jetzt Depp? Schieß drauf! Was soll der Scheiß? Ah, oh Mann, ich drücke auch noch die falsche Taste, das ist dann zu glauben.
Oh, das ist nicht mein Tag. Mach's tot. Ja, Gift. Ich hab nichts zum Heilen dabei. Oh, fantastisch. Ich hab's nämlich abgelegt, ich hab's zu früh genommen. Hätte mich nochmal mit dem Gift getroffen, wäre das nicht so tragisch gewesen, weil... ist halt Gift. Aber hier ist schon der nächste Speicherraum. Von daher passt das. Da liegt auch schon passabel ein blaues Kraut. Das werde ich hier direkt mampfen. Ja, nimm's. Dumm ist auch, dass ich es nicht direkt ich bin gefahren. Okay. Also wieder gut. Dann nehme ich mir nochmal ein Kräuterchen-Päckchen mit hier. So. Wunderbar. Es ist eigentlich nie verkehrt, mal ein paar Sachen abzulegen. Und die Farbe nehme ich auch noch auf und lege sie in die Kiste. So Leute, dann würde ich schon mal sagen, während ich das hier mache, verabschiede ich mich schon mal. Danke, dass ihr bei Resident Evil 2 wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mir zuseht bei meinen Let's Plays. Ich bin dankbar für jedes Kommentar, sei es positiv oder negativ. Genauso wie die Likes, positiv oder negativ, könnt ihr mir gerne da lassen, würde mich freuen. Dann gehabt euch wohl, euer Pixel hält es raus, macht es gut und bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2. Bis dann.